Marc Zimmermann hat sein halbes Leben in Jena verbracht, war Spieler, hat den FC Carl Zeiss trainiert und ihn 2017 in die dritte Liga geführt. Jetzt traf er mit dem Halleschen FC auf seine alte Liebe. In jedem Fall ein besonderes Spiel für ihn, auch weil er dringend dreifach punkten musste mit dem HFC, um den Abstand nach oben und gerade auch auf Jena und Lok Leipzig zu verkürzen. Mächtig was los im Leuna Chemiestadion, knapp 10.000 da, auch 1.300 Fans aus Jena sind die Saale hochgereist und sahen nach 20 Minuten die erste Chance für ihr Team. Jetzt wird es interessant im Strafraum. Kai Seidemann geht zu Boden, aber der Pfiff von Schiedsrichter Kaltwasser, er blieb aus. Krämer kommt aus HFC-Sicht zu einfach an Berger vorbei und dann gibt es erst hier den leichten Kontakt von HFC-Kapitän Landgraf gegen Seidemann. In der Hintertorperspektive wird es noch mal ein bisschen deutlicher. Glück für den HFC. Henning Bürger, mit einem Sieg konnte Jena den Abstand auf Lok vorübergehend auf einen Punkt verkürzen. 2020 gab es das letzte Aufeinandertreffen beider in der dritten Liga. Die jüngere Bilanz eher zugunsten des HFC. In den letzten vier Duellen konnte Jena gegen Halle nicht gewinnen. Drei Niederlagen und ein Punkt, das Kai Seidemann, aber Luca Bende sicher eher weiterhin für den verletzten Sven Müller im HFC-Tor. Bis dahin ein guter Auswärtsauftritt, den die Jenaer Fans zu sehen bekamen, aber nur Sekunden nach dem Abschluss von Seidemann, der HFC. Zu Hause noch ohne Niederlage. Akono setzt Hartmann in Szene und der mit Tempo Richtung Liesegang. Und dann gibt es noch das Techtelmechtel mit Friedrich, der HFC-Offensivmann, sei dafür gelb. Fabrice Hartmann, ein Tor bisher beim Sieg gegen Hertha BSC 2 im letzten Heimspiel. Hier noch entscheidend gestört von Nils Butzen. Halbe Stunde rum. Der HFC immer wieder gefährlich über Jojo Richardson. Der findet Akono im Strafraum und der legt ab für Inala. Mittlerweile mit der Kapitänsbinde am Arm für Niklas Landgraf, der sich kurz vorher eine Muskelverletzung zuzog und raus musste. Auf beiden Seiten bisher noch nicht die wirklichen Hochkaräter, aber sie arbeiteten daran. 33. Minute, die Ecke von Richardson und da ist Jan Löhmannsröben, 1-0 Halle. Marc Zimmermann gegen seinen Herzensverein vorne. Die Ecke von Richardson mit viel Tempo getreten und Löhmannsröben ist so kopfballstark, Butzen ein wenig orientierungslos. Und dann sagt Löhmannsröben, danke, 35 Mal hat er das Trikot von Carl Zeiss Jena in der dritten Liga getragen. Jetzt sein zweites Saisontor in dieser Regionalliga Nordost-Spielzeit. Das erste auch per Kopf, auch auf dieses Tor am zweiten Spieltag gegen den VfC Plauen. Und dann mussten sie raus, die Emotionen. Dann Jena nach 36 Minuten. Es war noch nicht viel, was sie offensiv auf die Kette hier bekamen. Dann Erik Weinhauer, er der beste Torschütze der Liga mit 11 Treffern. Aber zuletzt auch am 6. Spieltag getroffen. Dann wieder der HFC mit Akono im Zweikampf gegen Richter. Kaltwasser lässt weiterlaufen und Harlang neu in der Startelf. Chance für das Team von Marc Zimmermann, der sagte, wir sind noch nicht so stabil, dass wir uns als Top-Mannschaft bezeichnen können. Intensives Spiel. 5 Minuten noch bis zur Halbzeit. Der Ball hoch rein in den Jenaer Strafraum. Friedrich und Akono auf Stirli. Aber super Parade von Liesegang. Nächste gute Szene für den HFC. Niklas Stirli, ein Tor bislang erzielt in dieser Saison. Ein wichtiges beim 1:0 gegen den FSV 63. Luckenwalde auch hier zu Hause, aber Liesegang reaktionsschnell. Halbzeit 1:0 für den HFC. Marc Zimmermann und Henning Bürger kennen sich, schätzen sich, haben beide vier Jena in sich, aber nie zusammen gespielt. Die zweite Hälfte brauchte wie der erste Durchgang, um in die Gänge zu kommen. Dann Jena mit Hessel. Ganz junger Mann in der Innenverteidigung und dessen Flanke landet bei Nils Butzen, der Ausgleich. Und Butzen, eigentlich besser als jeder Lieferdienst, schon 7 Torvorlagen. Keiner
hat mehr in der Regionalliga Nordost. Und jetzt trifft er, und er trifft zum ersten Mal überhaupt für Carl Zeiss Jena. Im Kopfballduell mit Burim Halili. Die haben ja letzte Saison noch zusammen in Jena gekickt. Butzen setzt sich mit 1,79 Meter gegen den 1,92 Hünen Halili durch und netzt ein. Alles wieder auf Null gestellt. 67. Minute. Offener Schlagabtausch. Harlang auf Richardson. Weiter auf Inala. Hauptmann auf der rechten Seite eingewechselt. Zurück auf Inala. Halle wieder vorn. Und Berg Inala zeigt immer mehr seine Stärke, die ihn letzte Saison bei Viktoria ausgezeichnet hat. Seine Wucht. Deswegen hat ihn Zimmermann geholt und Henning Bürger, der Trainer von Carl Zeiss Jena, natürlich bedient. Das ging zu einfach. Bremer einen Schritt zu spät gegen Inala, der es selbst einleitet und dann vollendet. Den richtigen Laufweg in den Strafraum macht sein drittes Saisontor. Top-Abnahme, Liesegang mit den Fingerspitzen noch dran, aber er kann den Einschlag nicht verhindern. Inala traf er schon im letzten Heimspiel gegen Hertha 2. Und dann rappelt es im Halle-Block. Die Emotionen fliegen hin und her. Und Halle wollte nachlegen. Nur 3 Minuten später, Liesegang direkt in die Füße der Hausherrin. Und der HFC schaltet schnell um mit Richardson, mit Hartmann, mit Friedrich. Auch er durfte von Anfang an heute ran. Knappe Kiste, dachte sich auch Marc Zimmermann, der sein Team viel wegverteidigen sah, wenig zu sehen im zweiten Durchgang von Carl Zeiss Jena bis auf das Tor. Die haben die letzten beiden Auswärtsspiele nur einen Punkt geholt. Die beste Offensive der Liga mit 28 Treffern. Er ja hauptsächlich dafür verantwortlich, Erik Weinhauer. Und der hat nochmal die XL-Möglichkeit. Der eingewechselte Zank leitet den weiter. Und dann verzieht Weinhauer in der 85. Minute. Und das war die letzte Chance in diesem Spiel. Jena verliert in Halle. Marc Zimmermann, ja, er hat gesagt, irgendwann ist immer das erste Mal, heute das erste Spiel gegen Jena, und er geht als strahlender Sieger heraus. Ich war voll im Fokus mit meinem Team, mit dem Trainerteam, mit der Mannschaft. Deswegen ging es. Klar, wenn du dann alte Bekannte triffst vorm Spiel, oder jetzt nach dem Spiel, ist es immer schön. Aber für die 90 Minuten bin ich auf meiner Seite. Und die Jungs haben echt ein riesen Spiel gemacht. Wenn wir das heute als Maßstab nehmen, dann haben wir ja schon einen guten Schritt vorgelegt. Aber das muss halt der Maßstab sein. Wir dürfen jetzt nicht nächstes Spiel wieder einen Einbruch kriegen, weil dann war es heute nichts wert. Aber für heute tut es echt gut. Und ja, fällt auch ein bisschen Druck von der Seele. Wir alle wissen, dass letzte Woche nicht gut war. Gar nicht gut. Wir wollten eine Reaktion zeigen. Ich denke, das haben wir getan, und umso schöner ist, dass wir dann am Ende auch gewonnen haben. Es war ein Abnutzungskampf, es ging hin und her, es war sehr rassig, sehr dynamisch. Schön war es aber nicht, wo ja, letzten Endes haben Details entschieden. Viele Zweikämpfe, viele lange Bälle, zweite Bälle, und heute hat der gewonnen, der vielleicht die Mehrzahl dieser Bälle aufgenommen hat. Ich habe es gerade auch im Kreis gesagt, dass solche Spiele, solche engen Spiele dann Kleinigkeiten entscheiden, und da war es heute vielleicht dann, ja, die Effektivität vielleicht ein Stück weit, die dann ja, für Halle dann gesprochen hat, und dann verliert man eben 2-1. Deswegen, ich bin nicht unzufrieden mit der Leistung, mit dem Ergebnis schon, aber wir müssen noch viel lernen, das hat man heute gesehen. Jena kann das dritte Spiel in Folge auswärts nicht gewinnen und muss zusehen, wie Lok morgen weiter davonziehen könnte. Der HFC bleibt vor allem zu Hause im Leuna Chemiestadion stark und setzt mit dem Sieg gegen Carl Zeiss Jena ein erstes Statement in dieser Saison.